Nicaragua ist ein Staat in Zentralamerika mit rund 6 Millionen Einwohnern. Er grenzt an Honduras und Costa Rica, an den Pazifik ebenso wie an die Karibik. Und Nicaragua ist eines der ärmsten Länder in Zentralamerika. In Granada, einer der größten Städte dort, hat der Clown Diego Genet vor 15 Jahren eine Artistenschule gegründet, um Kindern aus armen Verhältnissen eine Perspektive zu bieten. Die Escuela de la Comedia y del Mimo tourt aktuell durch die Region. Besuch von einer Zirkusschule aus Nicaragua hat der Tübinger Kinder- und Jugendzirkus Zambayoni gewiss auch nicht alle Tage. Bei einem Workshop mit den Profis bekamen sie Tipps und Tricks gezeigt, wie sie ihr Können noch verbessern. Die Besucher kommen von einer Clowns- und Akrobatikschule in Granada, weiß Margot Steolatre, die die Gruppe während ihres Aufenthalts in der Region unterstützt. Der Inhalt ist, dass derzeit bis zu 60 Kinder und Jugendliche diese Schule nachmittags besuchen. Dort zuerst mal aus armen, muss dazu sagen, Kinder aus armen Verhältnissen. Und die bekommen zuerst mal ein warmes Mittagessen und werden dann in Akrobatik unterrichtet, aber auch in Kernfächern wie Buchhaltung, Englisch, Umgang mit Computern und so weiter, um einfach diese Kinder in eine Lage zu versetzen, aus diesen prekären Verhältnissen einen anderen Lebensentwurf zu entwickeln. Entstanden war die Escuela de la Comedia y del Mimo im Jahr 2001 mit damals 10 Kindern, auf Initiative von Diego Genet. Ich bin ein Clown. Ich habe meine Ausbildung in England gemacht und die Schule für Komödie und Mimik ist mein Traum. Es war mein Lebenstraum, eine Schule für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien zu errichten, und ich habe meinen Platz dafür in Nicaragua gefunden. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt dabei auf den Zirkusfertigkeiten. Die Idee, die dahinter steckt: Die Besten der Zirkusartisten sollen so gut ausgebildet werden, dass sie später Geld für die Schule verdienen können, sodass diese weiter finanziert werden kann. Ich sage immer, dass unsere Schule ein Star ist. Und dieser Star hat uns schon viele professionelle Leute gebracht, die kommen und bei uns bleiben. Wir haben einen sehr interessanten Platz. Unser Haus ist aus Plastikflaschen gemacht und wir haben jedes Jahr ein nettes Fest. All diese Leute kommen und trainieren unsere Kinder. Daher haben wir viele begabte Kinder, die gute Dinge zustande bringen. Seit Jahren touren die besten Schüler der nicaraguanischen Zirkusschule während der Sommermonate durch Deutschland und Europa, um bei Auftritten Geld für die Fortführung ihrer Schule zu verdienen. Dabei stehen neben Workshops wie beim Zirkus Zambayoni auch Auftritte in Schulen, Ferienlager oder Firmen an. Oder sie veranstalten abendfüllende Programme für die Öffentlichkeit. Am Samstagabend wird die Escuela in Tübingen auf der Sudhauswaldbühne ihr Stück Quincho Barrilete aufführen. Sie erzählen praktisch in einem poetischen Zusammenhang Geschichten von Straßenkindern und packen das in ihr Zirkusprogramm rein. Los geht's um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Kinder von 8 bis 14 Jahren zahlen nur 4 Euro. Bei Regen findet die Veranstaltung im Theatersaal statt. Nächstes Jahr kommt die Clowns- und Akrobatikschule wieder mit einem neuen Programm in die Region und sucht schon jetzt Veranstalter. Interessierte können sich bei Margot Delatre melden.